Hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge von Limbo, wo wir uns das letzte Mal hier wieder Sunshine Live, nein, nicht Sunshine Live, Sunshine Studio-mäßig haben bräunen lassen. Bisschen unfreiwillig. Und jetzt werde ich gleich mal versuchen, ob ich da dran springen kann. Okay. Was wird dann von mir verlangt? Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Mysteriös. Kann ich da, weil wenn ich jetzt schon. Ah ja, genau, ich kann es ja jetzt schon hin und her schunkeln lassen. Und wenn ich dann es losrollen lasse, dann schunkelt es noch so hin und her. Okay, dann muss ich jetzt dran springen. Ah, ich habe es sogar hingekriegt. Das war sogar der richtige Weg. Oh, das sieht auch irgendwie. Was muss ich. Ah, das muss ich schieben. Okay, dann. Ah ja, dann fängt es an, sich zu drehen. Oh mein Gott. Okay. Ja. Bundestagswahl war. Oh mein Gott. Da. Jetzt dreht sich auch noch alles. Wie im Bundestag. Das war ja ziemlich krass, was sich da jetzt alles noch verändert hat. Also AfD wäre fast in den Bundestag gekommen, wo ich mir auch nur dachte, also es ist immer so ein schwieriges Thema, über Politik zu reden, weil ich weiß, dass da Leute verschiedene Ansichten haben, aber ich hoffe einfach mal, dass die Internet-Community halbwegs dieselbe Ansicht, zumindest von der AfD hat. Wobei es mich dann schon geschockt hat, dass doch einige Jugendliche hinten bei der AfD dabei standen und die so supportet haben und sowas. Weil ich meine, was haben die dann gemacht? Ach Gott, das muss ich immer hoch. Haben dann die Rentner ihre Enkelkinder alle bestochen? Ich glaube, da komme ich nicht hin. Okay, dann muss ich. Ah, dann muss ich bestimmt erstmal hier das ausmachen. Oh, das ist aber nett hier. Dann schiebe ich das erstmal nach da, weil das rollt jetzt bestimmt runter. Krass. Cool gemacht mit der Lampe. Okay, das war anscheinend nicht weit genug, weil ich muss ja auch wieder hoch. Ja, keine Ahnung, dass die AfD sich da immer so super sicher ist, dass sie, wenn sie nur aus dem Euro austreten, alles viel besser wird. Und vor allem, das ist ja nicht nur das, wenn man sich mal auch sonst ihre ganzen. Das ist ein bisschen zu kurz. Wenn man sich auch sonst ihr Wahlprogramm anguckt, ist das mehr als fragwürdig. So, jetzt müsste ich hochkommen. Und dass die dann noch fast 5% gekriegt haben, das hat mich dann schon geschockt. Ich meine, am Ende waren sie nur noch bei 4,7% oder so. Jump, bitch! Oh, crap. Aber so weit weiß ich auch nicht, ob ich springen könnte. Vor allem, der hat voll die Armmuskeln dafür, dass der so Winz-Gammel-Pups-Arme hat. Komm schon, spring! Und zermatsch dich nicht. Perfekt. Super, Jimmy. Go, Jimmy. Go. Oh, warte, warte. War das nicht so ein Lied? Von Jimmy Blue Ochsenknecht damals vor ewiger Zeit. Oh, krass. Halt, habe ich jetzt überhaupt. War das jetzt die richtige Entscheidung? Ich glaube, ich muss da hochspringen. Shoot, shoot, shoot. Okay, es war die falsche Entscheidung. Es war die. Okay, jetzt wird's wieder ab 16. Woo! Gedärme! Yay! Ich stehe auf Gedärme. Wie der Darm auch aus dem Hals rausgekommen ist. Ich glaube, das muss irgendwas anderes gewesen sein. Okay, neuer Versuch. Upsie Daisy. Versuchen wir mal über dieses menschenzerfleischende. Wie auch immer das genannt wird. Menschenzerfleischendes. Was ist denn das eigentlich? Kreissäge, ne? Aber halt überdimensional. Oh, shoot. Okay, also ich kann da auch nicht drauf springen, weil das anscheinend wieder Sunshine Studio Imitation ist. Das heißt, ich muss jetzt auf dieses Ding drauf springen. Nicht runterklettern, bist du dumm? Oh nein, und ich muss springen. Das kann ja heiter werden. Vor allem, wenn es so schnell wird. Oh, das war ja einfach. Okay, dann warte ich noch ein bisschen, bis sich das weitergedreht hat, weil meine Sprungfedern an den Schuhen leider irgendwie kaputt gegangen sind. Oder auch nicht. Genau, versuche ich mich da mal so an den Rand zu schunk. Oh. Man muss ja am Ende springen. Nein, muss ich gar nicht. Das ist ja mal eine Neuigkeit. Ich will gar nicht wissen, was da unten passiert.
Es fängt sich bestimmt wieder an zu drehen. Oh ja, okay, ich weiß jetzt schon, was passiert. Die Kugel, die da jetzt davor drin war, kommt dann rausgerollt und will uns zermatschen, weil... Nein! Los, weiter! Schieb dich! Blöd Mann. Rutsch schon, sonst kommt diese Kugel angerollt. Au. Man hört überhaupt keine Sounds. Ich wurde gar nicht zermatscht. Das gab mir jetzt irgendwie keinen... Das hat mich gestört. Ich wollte jetzt den total realistischen Zermatsche-Sound hören. Das war jetzt nicht authentisch. Wie die AfD? Oh Gott, ich sollte auch mit meinen politischen Statements halt... Nein, schieben. Schieben, schieben, schieben. Schieb, Jimmy, schieb die Wurst. Fällt, muss da erst irgendwas runterfallen? Ach, crap. Au. Das hat mich nicht mal getroffen. Sowas aber auch. Ey, sowas aber auch. Der Sound ist gerade irgendwie komisch. Man hört so gar nichts. So nichts irgendwie. So nichts. Nein. Oh, okay. Das war vielleicht falsch. Okay, dann ziehe ich das Ding halt. Ich darf aber nicht runterfallen. Okay, das war jetzt irgendwie blöd. Jetzt spring! Oh, crap! Shoot! Das ist aber eine knappe Sache, weil ich muss auf der einen Seite rüberspringen und ich darf aber auch nicht von der Kiste zermatscht werden. Ja, ich weiß, ne? Jetzt muss die Kiste da mal runter. Oh nein, ich muss ja auf der Seite von der Kiste sein. Und dann schrieb der Jimmy, was das Zeug hält, die Kiste da entlang. Okay, dann schiebe ich die mal bis genau an den Rand. Okay, nicht vielleicht ganz genau an den Rand. Und muss dann warten, dass ich da schon wieder zu knapp... Au, okay, also muss ich es dann direkt machen, wenn ich eigentlich dran gekommen bin. Ich dachte, ich muss mir da noch so ein bisschen Zeit lassen, weil die Kiste noch nicht hochgekommen ist. Alter, dieses Hintergrundgeräusch ist noch un-Let's Play-supportiger als das von Minecraft. Da hat man wenigstens noch schöne... Fliegen- und Bienengeräusche und hier gibt's nur... Okay, ja, ich habe schon wieder zu lange gewartet. Das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Crabity, crabity, crab. Also einfach gleich springen. Soll ich jedes Mal und dann warte ich doch wieder. Keine Ahnung, ich denke immer, das packt der kleine Jimmy nicht. Ich traue dem nichts zu. Nein. Beweg dich, du hässliches Kind. Den komischen, unterdimensionalen Beinen. Komm schon. Na also. Das lief doch Bingo Bongo. Und Schmetterling! 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 Das ist doch dieses eine Video auf YouTube. Wo... Oh, endlich außerhalb von den Maschinen. Wer ist das? Ein Mädchen! Janette! Jimmy und Janette? Shoot, okay, hätte sie vielleicht anders nennen sollen. Oh, crap. Ich muss da hoch. Jimmy und Jacqueline. Hä, was muss ich denn machen? Hier war ich. Nee, ich kenne mich hier nicht aus und ich werde bestimmt gleich zermatscht. Ach, muss ich da rüber springen? Na, dann mal viel Spaß, Jimmy. Jeanette wartet dann auf dich. Jeanette Biedermann mit ihrer neuen Single. Ach, das... Nee, muss ich hier hoch oder so? Ach, das Licht. Jeanette, ich komme. Ich komme, Jeanette, ich komme. Nein, Jeanette. Das ist jetzt voll nicht nett. Und das auch nicht wirklich. Oh! Juhu, lecker! Okay, eigentlich wollte ich davor stehen bleiben, aber Jimmy war dann doch wieder ein wenig zu. Hui! Geschafft! Okay. Mist, ich habe mir schon wieder keinen Timer gestellt. Ach, ich bin einfach so die freiste Fehlplanung im Moment. Ich wette, ich muss da nicht vorbeirennen, sondern hoch zur Leiter. Nein! Ach, kann ich ja gar nicht. Meine Leber tropft auf der Seite runter.
Das nenne ich mal. Das kommt abends immer bei Super RTL. Das ist die Abendsendung von den Kiddies. Ah, ich kann mich einfach dranhängen. Ja, so muss man das bestimmt machen. Gewitzt. Weil sonst hat man eh bestimmt nicht genug Zeit. Spring! Spring noch mal! Oh mein Gott! Nehmt! Ihr blöden Viechers! Danke! Endlich! Oh Mann, ich wollte zu Jeanette. Mit ihrer neuen Single. Jeanette Biedermann. Die ist, von der bin ich Fan auf Leben. Vielleicht auch nicht, aber... Okay, also ich habe mir jetzt leider keinen Timer gestellt. Das heißt, ich kann in diesen Folgen wieder nicht Hallo und Tschüss sagen, so wie ich es davor mir extra gemacht habe, um mich jedes Mal freundlich zu begrüßen. Darum ist wieder eins von diesen Bonus, wenn ich es zerquetsche, macht es dieses eklige Geräuschdinger. Ja, auf jeden Fall heißt das, dass ich wohl leider einfach jetzt einmal durchdrehen werde. Dann gibt es halt keine Begrüßungsteile. Sorry. Okay, ich muss da irgendwie hoch. Das heißt, ich muss da drauf springen. Das heißt, das muss ich umdrehen. No! Crap! Okay. Geil. Okay. Hä? Warte, also ich muss jetzt... Das geht doch gar nicht. Ich komm doch da nicht hoch. Ah, ups! Oh, er lebt noch. Okay. Hä? Aber wenn ich da hochspringen muss... Und, weil das muss ich ja so rumdrehen, weil ich muss da ja drauf kommen. Oder kann ich das auch andersrum machen? Crap. Ist so rum. Jetzt da hoch. Wow! Oh, dieser Lag hat es mir versaut. Ah, aber so könnte das vielleicht gehen, dass ich's. Halt, nee, wie rum muss ich es dann überhaupt machen? Okay, jetzt dreht sich's in die falsche Richtung. Das. Ja, das ist vielleicht. Darth Irv. Hyper, super, dreh dich Modus. Ah, nee, dann dreht sich das noch weiter. Okay, ja, das ist ein bisschen blöd. Da muss ich den Schwung mit einrechnen. Also so ungefähr. Jetzt. Ha. G in solchen Sachen. G. Okay. Okay, das heißt, ich sollte da jetzt nicht stehen bleiben, weil sonst wird's unangenehm. Aber wirklich. Und spring dann da auch hoch. Du weißt, was links ist. Und wenn ich die Taste drücke, dann rennst du da bitte auch hin. Ach, schon wieder sowas Geiles. Ach, crap. Muss ich das überhaupt... Oh ja, muss ich. Jump! Kann ich das irgendwie so zum Schwung bringen? Geil! Seht ihr, wie sehr das schwingt? Was mache ich jetzt? Kann ich da hochspringen? Ja? Nein? Kann ich? Kann ich nicht? Ach ja, ich kann es ja ziehen. Jetzt muss ich das ziehen. Keine Lust. Was? Rüber auf die andere Seite. Ich muss da wieder hoch. Weil... Ich versuche gar nicht erst einen alternativen Weg zu gehen. Nein. Was? Scheiße, ich glaube, ich habe zu wenig Schwung. Bin ich nicht weit gekommen? Ja, weil ich muss da oben irgendwas drücken. Obwohl, kann ich davor vielleicht diesen Wagen ziehen oder so? Oh, er leuchtet. Das ist ja süß. Zweet. Ja, ich tue den mal hier hin, falls ich dann später runterfalle und dann sterbe ich am Ende noch oder so. Das ist bestimmt Absicht. Okay, das heißt, ich ziehe den jetzt mal erst in die Richtung. Weil, dann hat er noch mehr Schwung, wenn ich gleich oben angekommen bin. Da muss ich ihn einmal weniger rollen lassen, wisst ihr? Wisst ihr damals? Oh, Crab. Crab, komm zurück. Das ist mal ultra scheiße. Und jetzt wollte ich mich umbringen, damit ich mir Zeit sparen kann. Und jetzt bringt er sich nicht mal um. Wie soll das gehen? Das ist voll haarig. Muss ich das da überhaupt schwingen lassen währenddessen? Crap, crap, crap. Okay, dann gucke ich mal, dass ich das dann mache, wenn es passt. So ungefähr jetzt. Los, roll, 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 roll. Jump! Oh, keine Lust, ich bin hier drin. Wie man das halt so macht, wenn man nicht weiterkommt. Ne, erstmal umbringen. Das Übliche. Okay. Das ist irgendwie haarig. Keine Ahnung, was die jetzt von mir wollen. Crap, crap, crap. Ich will ja noch ein Erfolgserlebnis haben.
Okay, jetzt muss ich warten, bis es wieder angekommen ist. Dann mach ich es jetzt. Weil ich kann ja noch nicht weiterspringen. Los, geh weiter. Er rollt dann immer runter. Ach, crap, was mache ich da? Das ist mal ultra haarig. Ich bin echt überfordert. Shoot, und die Lösung ist bestimmt wieder gar nicht so schwer. Ach, Mist. Das finde ich echt irgendwie mies. Schieben wir das mal da dran. Und dann jumpen wir darüber. Und dann machen wir das einfach mal gleich. Dann springen wir einfach mal mit ganz viel Schwung. Hey, hat das nicht super funktioniert? Nein. Shoot. Mist, Mist, Mist. Okay, hoch, 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 hoch. Auf die Leiter, immer weiter. Oh, das reimt sich ja. Und was sich reimt, ist gut. Das wussten schon die Kinder, die Pumuckl gedrückt haben. Jump. Aha. Der noch so schön zuckt. Der war schon tot. Wir haben nur versucht, ihn wieder zu beleben. Ich will jetzt keinen Schnitt machen. Aber ich kann heute eh nicht so lange aufnehmen, weil ich muss es auch noch hochladen, weil ich dachte, ich mache das nie so wie die anderen YouTuber, aber jetzt fängt es bei mir auch schon an. Ich nehme auf den letzten Drücker auf. Aber ich war am Wochenende ja auch zu Hause in unserem Wahlkreis, weil ich meine Freunde bei der Wahl unterstützen wollte und sowieso sind wegen der Wahl halt dann alle wieder nach Hause gekommen und dann dachte ich, hey, das trifft sich, weil dann kann ich die alle sehen und so. Was muss ich denn da oben überhaupt machen? Muss ich da überhaupt hoch oder ist das nicht irgendwie total unnötig? Crap.